Heute kümmern wir uns ja um diesen schnellen Cheeseburger One-Pot-Topf. Und wenn du wissen willst, wie das Rezept geht, dann bleib jetzt einfach dran. Die Zutaten und Mengen stehen ja unterm Video in der Infobox. Jetzt starten wir mal hier unser Projekt. Und zwar gebe ich jetzt erstmal etwas Öl in den Topf. Dann gebe ich etwas Knoblauch hier rein, Zwiebel, dann unser Hackfleisch, wenn wir das soweit haben, kommt Tomatenmark mit dazu. Dann geben wir ein bisschen Chili rein, kann man auch weglassen, Salz, Pfeffer, dann können wir das Ganze mit Rinderbrühe ablöschen. Und wenn das Ganze dann gleich köchelt, jetzt köchelt es, geben wir noch die Nudeln mit dazu. Jetzt lassen wir die Nudeln erstmal gar werden. Da die Nudeln jetzt gleich durch sind, kommt jetzt natürlich noch der Käse dazu. Und dann haben wir es auch schon. Und ich probiere jetzt einfach mal. Ich glaube, ich werde euch aber die doppelte Menge reinschreiben, weil das, was hier drin ist, ist jetzt eigentlich, da ist nur noch ein ganz kleiner Rest drin. So schön würzig. Ich würde auch auf jeden Fall Cheddar-Käse nehmen und keinen anderen. Und so einfach, super lecker. Deshalb macht's nach, lasst es euch schmecken und dann hoffe ich, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss!